Ja, liebe Versammelte, ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen jetzt zu diesem Gottesdienst und bin auch froh, dass so viele gekommen sind. Ja, und wie wir die meisten von uns wahrscheinlich auch wissen, dass wir uns jetzt in diesem Jahr in einem besonderen Abschnitt befinden und die anderen, die es vielleicht noch nicht wissen, die sehen es vielleicht an dem Kranz, an dem Schmuck, der hier auch ist. Und das ist etwas Besonderes für uns Christen. Wir befinden uns in der Adventszeit und heute ist auch schon der zweite Advent. Und das ist etwas ganz Besonderes. Was bedeutet aber Advent für uns? Was bedeutet Advent für dich, für mich? Wenn wir nach dem Wort Advent im Wörterbuch nachschauen, dann steht da, Advent kommt von dem lateinischen Adventus und bedeutet Ankunft. Ja, und wir befinden uns dann in dieser Vorweihnachtszeit, in einer Ankunftszeit. Wir warten auf die Ankunft von Jesus Christus. Wenn wir so das Leben des Menschen betrachten, so ist von klein auf, von Geburt an, wartet der Mensch auf irgendetwas. Die ganz kleinen Kinder, die warten darauf, dass sie größer werden, dass sie in die Kinderstunde gehen dürfen, dass sie zur Schule gehen, dass sie was lernen dürfen, dass sie endlich was spielen können, was auch die älteren Kinder spielen. Die Erwachsenen oder auch dann die Jugendlichen, die freuen sich, wenn die Schule endlich vorbei ist, wenn sie einen Arbeitsplatz finden, wenn sie arbeiten dürfen und Geld verdienen. Und so mancher wartet vielleicht auf ein Auto, das er sich bestellt hat und freut sich schon darauf. Und so ist das ganze Leben des Menschen darauf ausgerichtet, dass man auf irgendetwas wartet. Auf was warten wir aber in der Adventszeit? Diese Zeit, die uns gegeben ist, bei der wir uns vorbereiten können auf die Ankunft Jesus Christus. Ja, wenn wir so in der Welt fragen würden, was bedeutet Advent für dich oder was ist das für eine Zeit für dich oder was ist Weihnachten, dann werden vielleicht manche sagen, ja, ich freue mich schon in dieser Zeit darauf, dass an Weihnachten ich endlich Urlaub habe. Die Kinder freuen sich, dass sie endlich Ferien haben und zu Hause sitzen können. Dass es Geschenke gibt, dass sie die Zeit mit der Familie verbringen können. Aber was ist Advent für dich und für mich persönlich? Denn der eigentliche Grund für diese Zeit, die eigentlich fast auf der ganzen Welt gefeiert wird, dieser Grund ist Jesus Christus. Und auch zur damaligen Zeit, wo Jesus Christus auf diese Welt kommen sollte, da haben die Menschen auch gewartet. Wie wir schon gehört haben, wurde schon ganz früh dem Volk Israel versprochen, dass ein Erlöser kommen wird. Ein Erlöser, der sie befreien wird. Der auch einst dann regieren wird. Ein Erlöser, der Macht hat. Und so hat sich wahrscheinlich auch jeder von den Menschen dort irgendwie sein eigenes Bild gemacht. Anstatt vielleicht wirklich auf die Propheten zu hören, was sie gesagt haben, was sie im Einzelnen über diesen Erlöser prophezeit haben, hat sich jeder so sein Bild gemacht. Und die einen dachten, naja, es kommt ja ein König, also wird wahrscheinlich in einer Königsfamilie ein Kind geboren. Und dieses Kind, wenn es erwachsen wird, wird dann Nachfolger um sich scharen und dann wird es uns befreien, auch von den Römern, die auch damals geherrscht haben. Und so hat jeder sich sein Bild gemacht und darauf gewartet. Gewartet, dass dieser Erlöser kommt. Und es gab aber auch Menschen, die vom Heiligen Geist, die Gott treu waren und auch erkannt haben, dass Jesus Christus, dieser Sohn Gottes ist, der nicht als ein mächtiger Herrscher auf diese Welt kommt, sondern als ein kleines Kind geboren wird in einem Stall. Und da wollte ich auch jetzt einen Abschnitt lesen, wo auch so ein Mensch beschrieben wird. Und zwar aus Lukas Kapitel 2, Vers 25 bis 32. Lukas 2, Vers 25 bis 32. Und siehe, ein Mensch war zu Jerusalem mit Namen Simeon, und derselbe Mensch war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war in ihm. Und ihm war eine Antwort geworden von dem Heiligen Geist, er sollte den Tod nicht sehen, er hätte denn zuvor den Christus des Herrn gesehen.
Und er kam aus Anregen des Geistes in den Tempel, und da die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, dass sie für ihn täten, wie man pflegt nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässest du deinen Diener im Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, welchen du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Ja, Maria und Josef, als Jesus geboren war, kamen sie dann auch, wie es, wenn man vorher liest, wurde Jesus beschnitten, und dann kamen sie nach 8 Tagen in den Tempel. Im Vers 22 kann man lesen: Und da die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses kamen, brachten sie ihn gen Jerusalem, auf dass sie ihn darstellten dem Herrn. Ja, und dieser Simeon, wie wir auch gelesen haben, er war ein gottesfürchtiger und frommer Mann. Und der Heilige Geist offenbarte ihm, dass er wird nicht sterben, bis er den Erlöser sehen wird. Und auch an diesem Tag wurde er vom Heiligen Geist dazu angeregt, in den Tempel zu gehen. Und als er dort kam, erkannte er sofort, dass dieses Kind ist Jesus Christus. Das ist der Erlöser, auf den ganz Israel wartet. Doch leider gab es nicht viele damals zu dieser Zeit. Und wir kennen auch alle die Geschichte, dass Jesus von vielen verleugnet wurde, nicht anerkannt, einfach weil sie sich dieses falsche Bild von ihm ausgemalt haben, dass sie gedacht haben, er wird mit Kriegern kommen, er wird als Held dastehen, und er kam aber als Kind und auch noch aus den eigenen Reihen, ein Kind von jemand Bekanntem, und so haben viele ihn auch nicht erkannt und verleugnet. Und wir wissen auch, dass er dann gestorben ist, gekreuzigt wurde, aber dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern auch verstanden ist und dadurch auch uns das ewige Leben ermöglicht. Ja, und Simeon, er hat auch, es steht jetzt nicht geschrieben, wie lang er, wann ihm der Heilige Geist das offenbart hat, ob er schon früh in der Jugend ihm das offenbart wurde oder nicht. Aber er glaubte daran. Er vertraute auf Gott und er hat von diesem Ziel, ist er nicht abgewichen. Er hatte immer dieses Ziel vor Augen und wusste, Gott wird mir diesen Erlöser zeigen und erst dann werde ich sterben. Und er zweifelte auch nicht daran, als er dieses Kind im Tempel sah, dass das Gottes Sohn ist, sondern es war ihm sofort klar. Ja, wir feiern Weihnachten Jahr für Jahr, und seit der Geburt Jesu sind jetzt auch schon über 2000 Jahre vergangen. Aber trotzdem haben wir noch diese Möglichkeit, immer wieder daran zu denken, was der Herr für uns getan hat, dass er seinen Sohn gegeben hat für uns alle, dass er auf diese Welt gekommen ist und alle unsere Sünden auf sich genommen hat. Und in dieser Zeit, in dieser Vorweihnachtszeit, wollen wir auch uns einfach unser Herz prüfen, alles frei machen von dem, wo wir uns vielleicht was Falsches vorgestellt haben, wo wir enttäuscht vielleicht sind, weil wir uns einfach unsere eigenen Gedanken gemacht haben. Und dass wir auch dann an diesem Fest wirklich dem Herrn dafür danken können, dass er als kleines Kind gekommen ist, zu dem jeder Zugang hatte, zu dem jeder kommen konnte, auch der armste Bettler, und dass er für jeden da war. Ja, und obwohl auch das schon so lange her ist, leben wir aber trotzdem in einer Adventszeit. Und zwar nicht nur die 4 Wochen vor Weihnachten, sondern unser ganzes Leben lang. Denn wie wir wissen, oder die meisten von uns, wird Jesus wiederkommen, wie es auch in der Bibel steht. Und zwar wollen wir uns lesen aus Matthäus, Kapitel 24, Vers 42 bis 44. Matthäus, Kapitel 24, Vers 42 bis 44. Darum wachet, denn ihr wisset nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausvater wüsste, welche Stunde der Dieb kommen sollte, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus brechen lassen. Darum seid ihr auch bereit, denn des Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr es nicht meinet. Ja, da haben wir diese Verheißung, dass dieser Jesus, der als kleines Kind gekommen ist und für unsere Sünden gestorben ist, er wird wiederkommen. Aber er wird nicht wiederkommen als ein kleines Kind, so hilflos im Stall. Nein, er wird kommen als
mächtiger Herrscher, der auch dann scheiden wird zur Rechten und zur Linken. Und so wollen wir auch jetzt in unserem ganzen Leben, in dieser Adventszeit, die uns gegeben ist, diese Gnadenzeit, das Ziel nicht verlieren, sondern immer diesen Blick auf Jesus gerichtet haben. Denn wir als Menschen, wir wissen auch, wie schnell es geht, dass wir abgelenkt werden von irgendetwas. Als Beispiel nenne ich mal, wenn wir wissen ganz genau, mein Freund oder mein Bruder, meine Schwester haben da und da Geburtstag und ich möchte ihm unbedingt gratulieren. Und es sind vielleicht 4, 5 Tage, es ist nicht lange. Und dann kommt plötzlich irgendein unerwarteter Anruf. Oder man wird eingeladen, man ist abgelenkt. Und dann, sobald der Tag da ist, denkt man überhaupt nicht dran. Und am nächsten Tag fällt es dann einem ein. Auch gestern war doch irgendwas. Und so schnell lassen wir uns ablenken, liebe Geschwister. Und deswegen wollen wir auch immer darauf Acht geben, dass wir uns aber von diesem Ziel, so wie Simeon auch, nicht abbringen lassen, dass wir immer auf den Herrn schauen, auf ihn vertrauen und wissen, dass er wiederkommen wird. Er hat es versprochen und er wird wiederkommen und wenn wir bereit sind, so werden wir bei ihm sein in der ewigen Herrlichkeit. Wenn wir aber nicht bereit sein werden, in der ewigen Verdammnis. Aber noch ist Gnadenzeit und jeder darf zu ihm kommen. Wir dürfen uns immer wieder aufs Neue vor ihm bekennen, ihm unsere Sünden bringen. Und er vergibt auch, denn dafür ist er auch gestorben. Und wenn wir es ernst meinen, vergibt er uns alles. Wollen wir ihm jetzt auch zusammen dafür danken, wenn jemand noch was auf dem Herzen hat, bitteschön, ich schließe dann mit dem Gebet ab. Amen.